So, hier ist schon wieder ein Seenwechsel. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und weil das Wetter heute schön ist, haben wir uns vorgenommen, wir wollen noch mal ein bisschen Wasserski laufen. Das Wasser ist zwar noch ziemlich, ist zwar schon ziemlich kalt, aber es sollte alright sein. Wir sind hier bei Marlies letzten Garten, wo wir das Boot liegen haben, und machen uns jetzt fertig, das Auto ranzuholen, das Boot dahinter zu hängen und dann zur Bootsrampe runterzufahren. Ja. Thank you.
die laufen es über. Das wollen wir euch mal eben zeigen, wo es gewesen ist. Genau vor Annis und Ottos Haus. Da vorne sind Marlies und Anne. Hier ist Marlies ihr Auto. Marlies hat eben die Bilder gemacht vom Skilaufen. Und so einfach ist es, du kannst direkt vor der Haustür tun. Jetzt hat noch ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Blöd. Ich glaube, dann fahren wir nach Hause auf meiner Lunch. Die Sticker drauf weg. So, dann wollen wir uns Marlies ihr Auto nochmal aus der Nähe betrachten. Die hat da die Sticker an ihrem Auto, besonders das hier an der rechten Seite, das ist bestimmt das einzigste in Brüssel. Radioberge dort, da fliegt mir doch das Blech weg. So, jetzt sind wir bei uns zu Hause angekommen. Die Jungs gehen nach unten, hier müssen wir unsere Wetsuits und so weiter wieder trocknen. Und heute Nachmittag ist unsere Farewell-Party. Wir werden eine Menge Freunde hier haben und ihr werdet noch einige Bilder davon später sehen. Jetzt ist der Wetsuit sauber gemacht, aufgehängt zum Trocknen, aber nicht in die Sonne. Hinter mir ist die Küche, ich rieche das Mittagessen schon. Hier wird nochmal einen kurzen Blick in unseren Garten nach hinten. Mit unserem Swimmingpool. Das ist leider schon sehr kalt. Es ist kaum noch jemand, der schwimmen geht. Also bis heute Nachmittag, wenn unsere Gäste kommen und wir die Party hier haben.